bei Franz Kreimer Kills, dem YouTube-Kanal natürlich über Keyboards. Heute zeige ich euch den OB6 aus dem Jahre 2016, den die beiden Synthesizer-Pioniere Dave Smith und Tom Oberheim zusammen entwickelt haben. Viel Spaß! Links vom LFO finden wir die nächste Modulationsmöglichkeit, nämlich die X-Mode oder X-Mode. Wer den Sequential Prophet 5 Synthesizer kennt, dort gibt es die sogenannte Polymode-Section, das ist sowas Ähnliches. Hier kann ich 6 Ziele modulieren. Ich kann sie entweder vom Filter-Envelope modulieren lassen, positiv oder negativ geht es, oder vom VCO2, also von dessen Wellenform und von dessen Tonhöhe. Wenn ich zum Beispiel jetzt als Filterziel VCO1 aktiviere und dann den VCO2 hier etwas aufdrehe, dann habe ich schon den Low-Frequency-Modus gesetzt und hier abgedreht. Dann hört man einfach Vibrato. Eine andere Möglichkeit wäre, das Ganze von der Hüllkurve zu modulieren lassen. Oder negativ. Es würde auch beides gehen. Hier kann ich natürlich, wenn ich den Oszillator 2 wieder in einen höheren Tonbereich bringe, eine richtig coole Cross-Modulation machen. Sehr coole Möglichkeit hier ist, die Wellenform modulieren zu lassen. Also als würde ich quasi zwischen Sägezahn und Rechteck hin und her blenden. Kann ich das zum Beispiel auch vom Oszillator 2 modulieren lassen? Macht man wieder langsamer. Sehr cooler Effekt. Wenn ihr natürlich die Geschwindigkeit ändert, dann habe ich wieder so eine Cross-Modulation. Ich könnte natürlich auch einige Dinge zugleich aktivieren. Interessante Effekte ergeben sich auch, wenn ich jetzt Dinge von beiden Modulatoren gegeneinander modulieren lasse, also die Tonhöhe zum Beispiel. Und gleichzeitig, nehmen wir mal random vom LFO. Und gleichzeitig Modulation durch den VCO2. Noch ein Delay drauf. Also dann geht es wirklich in den Bereich Modular Synthesizer. Jetzt zum Beispiel noch den Filter-Mode und Filterfrequenz. Coole Dinge. Hier kann ich zum Beispiel auch das Filter nicht nur zwischen Lowpass und Highpass modulieren lassen, sondern zwischen der Normaleinstellung, in dem Fall dem Lowpass und dem Bandpass.
So, also das war die X- oder X-Modulation. Ganz links außen gibt es noch Einstellmöglichkeiten für Aftertouch. Hier kann ich den Pitchbend, die Pitchbend-Range größer oder kleiner stellen. Sehr cool ist der Arpeggiator und der eingebaute Sequencer. Arpeggiator hat verschiedene Betriebsarten. Up. Hier gibt es ein Tap-Tempo. 1, 2, 3, and. Oder Up and Down. Dann Random. Kommt irgendwas raus. Hier habe ich noch die Notenwerte, die ich einstellen kann. Es gibt eine Hold-Funktion. Alles, was ich vom Arpeggiator haben will, ist eigentlich da. Der eingebaute Sequencer, ich drücke mal, es gibt für jeden Sound, so, also für jeden Werksound ist so ein kleiner Sequenz dabei. Sehr cool, die haben wir heute schon mal gehört. Das ist quasi eine Step-Eingabe. Natürlich habe ich auch die Möglichkeit, dass ich Akkorde eingebe. Gibt's, und das Ganze lässt sich natürlich wieder synken auch. Ist ja eh klar. So, schalten wir mit die Glock ein. Dann hier habe ich die Taste für den Unisono-Modus. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich will alle 6 Stimmen auf den Unisono-Modus haben. Dann lasst ihr das hier verstimmen. Da Breite weit auseinanderlegen. Ich habe noch ein CV-Pedal angehängt, damit ich zum Beispiel die Filtermodulation steuern kann. Dieser Unisono-Modus kann auch als Chord-Memory-Modus funktionieren. Dann gehe ich quasi, drücke ich das hier mal auf, jetzt habe ich das Wort Chord hier stehen. So, das funktioniert so, ich greife einen Moll 7 zum Beispiel, damit ist es programmiert. Funktioniert dann auch zusammen mit dem Arpeggiator. Thank you.
Hier gibt es noch zwei Effektprozessoren, die sind für mich persönlich jetzt nicht unbedingt ein Highlight. Also vor allem der Hall-Effekt ist eher mittelmäßig, gibt es deutlich bessere. Trotzdem finde ich es cool, wenn man natürlich das Delay oder den Chorus gleich on board hat. Und was es hier auch noch versteckt gibt, ist ein Verzerrer. Da muss man nur auf Select lang drauf drücken und dann drehen wir auf. Außerdem OB6, der eigentlich ein Dave Smith Instruments Synthesizer ist, habe ich nur einen Oberheim, nämlich den Matrix 1000. Dafür habe ich vom Matrix 1000 zwei Stück. Ich verwende den als einen Stereo Synthesizer. Gibt es ein tolles Video dazu, unbedingt anschauen. Und mit diesem Oberheim Matrix 1000 möchte ich den OB6 vergleichen. Ich habe so eine Art Init-Patch erstellt. Jeder Oszillator spielt einen Sägezahn, absolut kein Effekt und auch kein Detuning. Nun, ich vergleiche einmal mit dem fast gleichen Patch der Oberheim Matrix 1000. Ich muss da immer ein bisschen herumdrehen. Ich schneide das einfach dann raus. So, jetzt gehen wir leichtes Detuning auf den zweiten Oszillator des OB6. Hören wir uns das gleiche wieder mit dem Matrix 1000 an. Der Matrix 1000 hat ja auch ein anderes Filter, nämlich ein 24 dB Filter, das auch selbst Oszillation hat. Im Vergleich voll aufgedrehte Resonanz beim OB6. Klingt deutlich mittiger und etwas aggressiver. Das Coole beim OB6 mit seinem 12 dB Filter ist, dass die Bässe da bleiben. Auch mit voll aufgedrehter Resonanz. Das gibt es zum Beispiel bei 24 dB Filtern wie beim Matrix 1000 nicht. Man merkt deutlich, dass die Bässe verschwinden, wenn man mehr Resonanz auftritt. Hören wir uns vielleicht noch ein bisschen Filterbewegung an. Das gleiche noch beim OB6. We'll be right back.
So, das war's mit dem Video über den OB6, eine wunderbare Kooperation von Dave Smith und Tom Oberheim. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr auch Anregungen oder Wünsche habt bezüglich Synthesizer, bitte schreibt es doch in die Kommentare. Ganz wichtig, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Kling. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Keyboards.